Franken TV on Tour wird Ihnen präsentiert von den mittelfränkischen Sparkassen. Gut für die Region. Was zieht denn da die Blicke der Ansbacher so auf sich? Unter anderem er, Marvin Wägner, 19 Jahre jung und Powerriser aus Leidenschaft. Seit 2 Jahren springt er auf seinen Sprungstelzen durch Ansbach. Ein Hobby, das nicht nur fit hält, sondern auch Aufmerksamkeit erregt. Darf ich Sie mal kurz fragen? Haben Sie sowas vorher schon mal gesehen? Oder nein, darum bin ich auch stehen geblieben. Was haben Sie sich als erstes gedacht, als Sie den da so komisch hupfen sehen? Ich habe mir gedacht, das sind jetzt neue Stelzendinger, aber jetzt können die damit hupfen. Was ist für dich so die Faszination an dieser Sportart? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also. Ja, die Faszination ist eigentlich das, dass man damit ziemlich hoch und weit springen kann. Also Saltos über Autos sind möglich und Sprünge bis zu 2 Meter Höhe. Und es ist einfach gigantisch, wenn man dann über Leute oder Autos drüber springen kann. Auf dem Ansbacher Reitbahnplatz springt Marvin erstmal über einen Tisch. 4 Kilo wiegt eine Stelze, bis zu 2 Meter hoch und 5 Meter weit kann man springen. 340 Euro muss einem das wert sein, aber der Sprungvergleich rechtfertigt den Preis. Und jetzt der Redakteur. Schutzkleidung ist natürlich Pflicht, Marvins Vater hilft beim Anlegen und auch beim Loslaufen. Also wieder Storch im Salat. Das ist schon mal ein sehr Gleichgewichtsproblem. Nach hinten kann man das auch gut fahren. Ne? Machen wir erst einmal mit 2 Hände. Gerade. Rücken gerade, Bauch raus und Sprungtraining an der sicheren Säule. Nach 10 Minuten Training erste Erfolge. Die Power Riser übrigens auch absolut alltagstauglich. Und auch für die Verteidigung beim Basketball von Vorteil. Die Gelenke werden dabei geschont. Also Verletzungspotenzial ist, sage ich, ist oft geringer als beim Fußballspielen, weil man lernt am Anfang erstmals Laufen und das Joggen und da verletzt man sich eigentlich jetzt noch nicht so oft. Das richtige Springen erfordert natürlich ein bisschen Training, wobei man dadurch auch die Sicherheit gewinnt in der Luft. Also man springt jetzt nicht, du stehst jetzt keine 5 Minuten drauf und springst dann schon 2 Meter hoch. Ach nee? Nein. Freier Lauf für Power Riser. Bislang gelten die Stelzenspringer als Fußgänger im Verkehr. Dennoch Konzentration, sonst Vater Rolf macht's vor. Nichts passiert, riskante Sprünge dennoch besser in der Halle üben. Und irgendwie kommt uns das alles schon ein wenig bekannt vor. Damit verabschieden wir uns von den Power Risern aus Ansbach, eine Sportart, die auf jeden Fall ein schnelles Erfolgserlebnis bringt. Also, unser Tipp heute, Power Risen. Springen Sie doch einfach mal über Ihren Schatten. Nur nicht auf mich. Über meinen Schatten, ich springe, springe. Franken TV on Tour wird Ihnen präsentiert von den mittelfränkischen Sparkassen. Gut für die Region.